Das ist schon eine Doppelseite. Ich sehe es nicht. So, wunderschön. Und jetzt mal ein bisschen freundlicher. Ja, ja. Vor ein paar jüngere Menschen. Und nicht nur Leute. Ja, ich sehe das gerade. Das ist ja hier jetzt. Gerade als Exportland Nummer 1 benötigen wir innovative Entwicklungen in der Weltspitze. Innovative Entwicklungen, konkurrenzfähige Produkte. Dazu brauchen wir Nachwuchskräfte, die sich interessieren für Technik, für Naturwissenschaften, Frauen wie Männer. Und wir haben heute bereits viele Stellen unbesetzt für Ingenieure und Techniker. Waren es 2006 noch 48.000 Ingenieurstellen, sind es inzwischen 97.000 unbesetzte Ingenieurstellen in Deutschland. Und das wird sich weiter fortführen in die Zukunft, weil altersbedingt bis 2010 37.000 Ingenieure jährlich ausscheiden, ab 2015 sogar 43.000. Es gibt also hier einen riesen Nachwuchsbedarf, der jetzt sich berufsorientiert und entscheidet, was mache ich in der Schule, was mache ich nach der Schule, mache ich etwas mit Technik und Naturwissenschaften. Rund 60 Unternehmen und Verbände wollen bereits jetzt die Ideen-Expo mitfinanzieren. Ich hoffe, dass weitere Unternehmen hinzukommen und zum Erfolg beitragen. Sie alle wissen, dass jetzt besonders kluge, mutige Unternehmerentscheidungen gefordert sind. Denn in der Krise ist man geneigt, solche langfristigen, nachhaltigen Engagements zu hinterfragen, weil sie kurzfristig sicher eingespart werden können, aber langfristig die höchsten Zinsen bringen. Nur vorausschauendes Engagement und Investitionen in qualifiziertes Personal werden über die Einbrüche, die wir jetzt weltweit erleben, hinweghelfen. Und deshalb ist die Unterstützung der Ideen-Expo eine besonders kluge, nachhaltige Investition. Wir rechnen mit interessanten Beiträgen von Schulen und Hochschulen. Und mancher von Ihnen erinnert sich an viele glänzende Kinderaugen bei Betrachtung der Exponate, aber auch an Aussteller. Ich selber habe ja viel erzählt von den jungen Leuten, die diese desinfizierende Hautcreme entwickelt haben. Das ist auch weitergegangen. Die stellen inzwischen Kosmetik her. Und wenn jetzt im September der erste volljährig wird, dann werden sie als Start-up-Unternehmen unter dem Namen ML Top Kosmetik tatsächlich starten. Wir sind auf die weitere Entwicklung gespannt. Wir erwarten über 200.000 Besucher aus Niedersachsen und den angrenzenden Bundesländern. Wir werden bis dahin mit einer Roadshow durch alle Landkreise und großen Städte unseres Landes fahren, um zu werben. Wir werben also mit der Roadshow, mit dem Internet als Medium und über Sie hoffentlich über die Medien. Auf der Ideen-Expo erwartet die Besucher ein Feuerwerk modernster Technik aus den Bereichen Energie, Leben und Umwelt, Produktion, Mobilität und Kommunikation. Wir werden dort jeweils Innovationen konkret erlebbar machen. Wir werden auch Internationalität einkehren lassen. Wir werden zum Beispiel drei Exponate zeigen der führenden Universität Indiens, der Universität Pune, die ich ja vor einiger Zeit besucht hatte, wo Volkswagen jetzt gerade ein neues Werk eröffnet. Und die zeigen ein Go-Kart, das mit einem Hybridmotor ausgestattet ist und das die Besucher auch selbst fahren können. Also das sind so diese Events, die man sich als kleiner Junge früher auch mal geträumt hätte. Am Anfang jeder Forschung steht das Staunen. Plötzlich fällt einem etwas auf. Das wünschen wir Ihnen. Das wünschen wir uns, dass dort viele aus dem Staunen gar nicht herauskommen, dass ihnen Neues auffällt und dass daraus Neues entsteht, denn das braucht unser Land, um voranzukommen. Unsere Erfahrung ist, dass es besonders leicht ist und besonders viel Spaß macht, Kinder und Jugendliche für solche innovativen Projekte zu begeistern. Kinder und Jugendliche, das sind die Erfinder, das sind die Ingenieure von morgen. Sie sind natürlich auch unsere Kunden von morgen. Aber schon heute sind Kinder und Jugendliche eben unsere Gesprächspartner. Kinder und Jugendliche wollen erleben, sie wollen anfassen und sie wollen eben auch selbst denken. Und deshalb hat RWE das Thema Jugend und Technik eigentlich zu einem ganz großen Schwerpunkt seiner Förderengagements gemacht. Also wir wollen mit Kindern und Jugendlichen diskutieren, wie eine sichere, eine klimafreundliche und auch eine wirtschaftliche Energieversorgung im 21. Jahrhundert aussieht. Schon heute erfüllen wir diesen Förderschwerpunkt Jugend und Technik auf eine vielfältige Art und Weise. Und die Ideen-Expo, die dann ab September hier in Hannover stattfindet, ist für uns auch nochmal ein Anlass und ein Katalysator, da mehr zu machen, sichtbarer zu werden, Exponate zu entwickeln und eben wirklich diesen Dialog, den wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, zu führen. Wir wissen, dass es aufgrund der demografischen Entwicklung immer weniger potenzielle Nachwuchskräfte gibt. Das ist ein Fakt, den
den darf ich aber einfach nochmal nennen, weil er nämlich auch zunehmen wird. Also einfach ist nur zu wissen, ist zu wenig. Und ich glaube auch, dass sich zu wenig junge Menschen, gerade in Berufs- und Studienwahl, in die technisch-handwerklichen Ausbildung begeben. Und es ist auch nachgewiesen, dass für technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge eben es nicht genügend Bewerber gibt. Man sagt ja immer, dass die Jugendlichen nicht technikaffin sind, dass sie sogar nicht Technik mögen. Stimmt nicht. Die können das ja anwenden. Sie können alle alles anwenden, sie wissen nur nicht, wie es entwickelt und wie es entsteht. Da ist die Wurzel. Wir wollen mithelfen, junge Leute zu fördern, die Technikaffinität zu steigern. Wir brauchen solche Leute, die Innovationen, die Ideen zu Innovationen, zu wertschöpfenden Produkten weiterentwickeln. Denn wir wollen ja als Volkswagen der innovativste Volumenhersteller werden, der seinen Stammsitz hier in Niedersachsen hat. Wir wollen, dass die Leute hier in Niedersachsen dann auch ja, so viel wie möglich bleiben. Ja, und drum sind wir sehr gerne mit dabei auf dieser ja, Vorbereitungsphase dann bei der Durchführung der Ideenexpo 2009. Seit Dezember läuft ein Botschaftercasting, das hat sich bewährt. Die beiden Gesichter kennen Sie oder vom letzten Jahr noch, waren begehrte Objekte für Sie, gerade für die Presse. Und wir haben das gestartet übers Internet und werden dann Anfang März Ihnen zwei neue Gesichter für das Jahr 2009 präsentieren. So, die Ideenexpo ist auf Kurs und wird den Besuchern einen tollen Event bieten zu Naturwissenschaften und Technik, insbesondere auch zur Berufsbildung, wie Sie es vorhin gesehen haben. Dazu garniert ein für die Jugend abgestimmtes Rahmenprogramm. So, Zusammenfassung, mehr Fläche für Ausstellung und Besucher. Kein Eintritt, wichtiger Punkt, kein Eintritt zu keiner Veranstaltung, auch nicht zu den Abendveranstaltungen. Und natürlich neue Exponate durch unsere Sponsoren, aber auch durch neue Sponsoren. Ich glaube, dass die Ideenexpo auch dazu beiträgt, dass das Theoretische mit dem Praktischen in Einklang gebracht wird. Dass man sieht, man lernt das nicht einfach nur, um die Formel zu lernen, sondern man lernt das, um das im praktischen Leben auch anzuwenden. Ich beispielsweise habe aus dem Physikunterricht den Satz behalten, Leistung ist Arbeit durch Zeit. Und deswegen weiß ich jetzt ganz genau, dass ich jetzt weg muss, um den nächsten Termin zu erledigen, sodass man auch physikalisches Wissen im täglichen Leben durchaus gebrauchen kann.